Robust Plastics in Mattighofen. Ein Unternehmen, das für Qualität, Zuverlässigkeit und Technologiekompetenz steht. Hier werden im Spritzguss- und Hohlkörper-Extrusionsverfahren Qualitätsteile für nahezu alle Bereiche mit Schwerpunkt Automotive, Packaging und Recycling erzeugt. Dazu braucht man vor allem eines: gut geschulte Facharbeiter und vor allem motivierte Lehrlinge in den Lehrberufen Werkzeugbautechnik und Kunststoffformgeber. Der Lehrberuf als Werkzeugbautechniker dauert 3,5 Jahre. Also in der Firma darf man gleich einmal alles machen. Also im ersten Lehrjahr macht man die Grundausbildung, dann kommt man zum Drehen. Im zweiten und im dritten Jahr wird es dann schon ein bisschen interessanter, ein bisschen komplexer. Da lernt man dann das CNC dran und CNC fräsen. Bei uns im Werkzeugbau lernt man nicht nur das traditionelle Handwerk wie Drehen, Fräsen oder Erodieren, sondern auch den Umgang mit vollautomatisierten Maschinen. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man Interesse an der IT-Welt mitbringt. Ja, es ist einfach interessant, weil es sind genaue Arbeiten dabei. Man kann fräsen, dran, man muss auszuarbeiten, einpassen, abstimmen. Das sind lauter unterschiedliche Sachen. Also man ist voll vielseitig. Weil man doch sehr vielfältige Sachen macht. Einmal bin ich auf der Maschine, dann bin ich wieder auf einer anderen. Dann mache ich wieder was Handwerkliches, was ich mit der Hand machen muss. Und es ist halt einfach sehr vielfältig und man hat einfach am Tag viel verschiedene Sachen zu machen. Vielseitiges Arbeiten wird auch bei den Kunststoffformgebern großgeschrieben. Der Lehrberuf selber von Herrn Rühm heißt Kunststoffformgeber, die dauern dort 3 Jahre. Das Besondere darin, speziell ist, du lernst alles von bis und darin gibt es im Großen und Ganzen alles. Von der Roboter-Einarmtechnik, Knickarmtechnik, von Roboter-Dreiachs-Roboter, das ist alles vertreten. Unsere zukünftigen Lehrlinge oder Mitarbeiter brauchen technisches Verständnis, Interesse für die Technik, natürlich Mathematik für die Schulen. Also ein Lehrling muss für mich unter anderem Konzentration mitbringen. Er sollte auch genau sein. Sauberkeit spielt auch immer eine Rolle, weil an einem sauberen Arbeitsplatz findet man einfach alles. Und einfach das Geschick dann, dass man handwerklich ein bisschen begabt ist. Wer es nicht ganz so ist, dem bringen wir es auch noch bei. Willst du in einer innovativen Firma mit großen Aufstiegschancen, vielseitiger Beschäftigung und in einem tollen Team arbeiten? Dann bewirb dich bei Robust Plastics in Mattighofen.